Aber jetzt in die Tagesordnung. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 21, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Verbot der Vereinigung Die wahre Religion und der damit verbundenen Lies-Stiftung ist Erfolg für die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Drucksache 4274. Aus 19 vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schon zu Beginn meiner Rede möchte ich feststellen, es war und ist richtig, dass die sogenannte wahre Religion und damit auch die Lies-Kampagne verboten wurden. Extremismus jedweder Art gehört zu den größten Gefahren für unsere Sicherheit, für Rechtsstaat, Demokratie und Freiheit. Das gilt für den radikalen Salafismus, auch mit seinem fundamentalistischen Verständnis des Korans. Damit bedrohen sie derzeit als Islamismus und Salafismus die Werte unseres Landes und die Sicherheit der hier lebenden Menschen, und zwar unabhängig von Herkunft, politischer Orientierung oder Religion. Dies, meine sehr geehrten Damen und Herren, dürfen wir nicht zulassen. Wir sind eine offene Gesellschaft, ein Land mit Meinungs- und Pressefreiheit, ein Land mit Versammlungs- und Religionsfreiheit. In unserem Land ist deshalb Platz für vieles, aber kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende, Andersabstammende oder Andersgläubige. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, gehören Islamismus und Salafismus nicht zu Deutschland, und deshalb haben sie auch in Hessen nichts verloren. Sie leiten Menschen in die Irre, machen sie mitunter zu Dschihadisten und Selbstmordattentätern. Es ist daher Aufgabe einer verantwortungsbewussten Politik, alles zu tun, um präventiv und repressiv gegen Islamisten wie auch gegen jede andere Form des Extremismus vorzugehen. Die Bürgerinnen und Bürger in Hessen können sich darauf verlassen, dass wir auch in Zukunft alles tun werden und mit aller Entschlossenheit und mit Nachdruck uns dafür einsetzen werden, dass und auf der Seite derer stehen, die bereit sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu wahren. Vor Kurzem, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist unseren Sicherheitsbehörden ein wichtiger Schlag gegen die Islamistenszene in Deutschland gelungen. Am 25. Oktober, wir erinnern uns, hat unser Bundesinnenminister Thomas de Maizière die islamistische Vereinigung der sogenannten wahren Religion verboten. Unter dieses Verbot fielen und fallen auch die sogenannte Lies-Stiftung und der sogenannte Lies-Verlag. Man muss wissen, um wen es sich dabei handelt. Das ist die Organisation, die unter dem Deckmantel vermeintlich harmloser Koranverteilungen in deutschen Innenstädten für den radikalen Islamismus und dessen Ideen warb. In einer bundesweiten Polizeiaktion wurde das Verbot am 15. November vollzogen. Ich gehe davon aus, dass ich im Namen aller Abgeordneten spreche, wenn ich mich für die professionelle Arbeit unserer Sicherheitsbehörden bedanke. Wir wissen, dass es im Rhein-Main-Gebiet und bestimmten Teilen Nordhessens eine besonders aktive Szene von Islamisten gibt. Deshalb lag dort bei den Polizeiaktionen in Hessen auch ein Schwerpunkt. Insgesamt wurden in Hessen über 60 Objekte in mehr als 20 Städten durchsucht. 70 Verbotsverfügungen wurden an die betreffenden Personen ausgehändigt. Dass dieser Schlag gegen den Islamismus gelingen konnte, verdanken wir auch den hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Wir verdanken es auch den Beobachtungen der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Wir verdanken es aber auch der entschlossenen Haltung unseres Innenministers Peter Beuth. Er und seine Mitarbeiter im Innenministerium haben erheblich zum Erfolg beigetragen. Ja, es war Peter Beuth, der das Verbot beim Bund angestoßen hatte. Wir sehen heute, dass diese Initiative aus Hessen erfolgreich war. Schließlich sind mit dem Verbot der Organisation auch ihre Koranverteilungen untersagt. Damit entfällt ein wesentlicher Radikalisierungsfaktor. Denn in einer Analyse, die das Hessische Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus, HKE, gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorgenommen hat,
konnte festgestellt werden, dass von den 572 Personen, die als Anhänger des sogenannten Islamistischen Staats nach Syrien und in den Irak ausgereist sind, bei etwa einem Viertel die Koranverteilaktion, z.B. die Lease-Aktion, ein Faktor der Radikalisierung war. Die Lease-Aktion hat somit maßgeblich dazu beigetragen, dass junge Menschen als sogenannte Gotteskrieger und Dschihadisten ausreisten. Die unmenschlichen Gräueltaten des Islamistischen Staates, dem gerade auch Muslime zum Opfer fallen, entsetzen uns alle. Mit diesem Verbot zeigen wir deutlich, unser demokratischer Rechtsstaat hat extremistische Gruppen und Organisationen etwas entgegenzusetzen. Es ist ein klares Signal an alle Formen des Extremismus. Wir gehen mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen Extremismus vor und verteidigen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Aber wir wissen auch, mit dem Verbot ist die Arbeit nicht getan. Wir dürfen und werden uns auf diesen Erfolg nicht ausruhen. Das Verbot umfasst auch die Nachfolge- und/oder Ersatzorganisationen. Ich bin mir sicher, dass unsere Behörden genau beobachten und gegebenenfalls einschreiten werden, wenn sich die Lease-Aktion unter anderer Flagge fortsetzt. Das ist notwendig, denn wir haben die Vereinigungen verboten, aber die Menschen mit ihren radikalen Ideen sind noch da. Am besten ist es aber, wenn der Islamismus erst gar nicht gedeiht. Deshalb sind Repression und Prävention für uns immer zwei Seiten einer Medaille. Beides, Prävention und Repression, tun wir mit derselben Entschlossenheit. Repression, repressiv Islamisten verfolgen und präventiv dafür sorgen, dass sich Menschen erst gar nicht radikalisieren oder, wenn es bereits geschehen ist, aus ihrem Irrglauben herausgelöst werden können. Beides gehört für uns untrennbar zusammen. Hessen ist daher auch bei der Prävention Vorreiter. Hessen hat als erstes Bundesland 2014 ein Präventionsnetzwerk gegen Salafismus geschaffen. Seit der Gründung haben wir die Mittel, die dafür im Landeshaushalt zur Verfügung stehen, versechsfacht. So stehen seit 2016 jährlich 1,2 Millionen € zur Verfügung. Zur Präventionsarbeit gehört aber auch die Integration. Dazu gehört die Arbeit in den Schulen, die politische Bildung. Eltern, Vereine, Organisationen, Schulen und Moscheeverbände können dazu beitragen, dass junge Menschen stabile Persönlichkeiten sind, die der Demagogie der Islamisten widerstehen. Und zur Präventionsarbeit gehört auch unser Programm Extremismus und Flüchtlinge. Wir wissen, dass unter denen, die hier Schutz suchen, viele Verfolgte sind, von Islamisten, verfolgten Christen, Jesiden und auch viele Muslime, die den Islamisten nicht islamisch genug sind. Nicht wenige bringen auch ein anderes, stark konservatives Islamverständnis mit. Sie sind deshalb nicht gleich potenzielle Attentäter, aber für islamistische Menschenfänger ein potenzielles Opfer. Deshalb ist es unabdingbar, dass Staat und Gesellschaft alles unternehmen, um gerade diese Gruppe von Geflüchteten vor den falschen Versprechungen der Islamisten und Salafisten zu schützen. Auch hier setzt die Aufklärungsarbeit an. Zudem, und das gehört auch zur Prävention, haben wir die personellen Ressourcen im Landesamt für Verfassungsschutz aufgestockt. Über ein Drittel mehr an Personal wird der Verfassungsschutz nächstes Jahr verfügen. Der Salafismus, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist gefährlich und schadet dem Ansehen des Islam in Deutschland. Und er richtet sich gegen den Glauben, wie ihn die Mehrheit der in Hessen lebenden Muslime real praktiziert. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir mit den vielen friedliebenden und integrationswilligen Muslimen Verbündete haben, mit denen wir gemeinsam gegen den Islamismus vorgehen können. Es ist und bleibt unsere Aufgabe, Hessen verlässlich sicherer zu machen. Dafür stehen unsere Koalition, und daran arbeiten wir auch weiter. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Die salafistischen Umtriebe haben uns in diesem Haus in den vergangenen fast drei Jahren dieser Legislaturperiode immer wieder intensiv beschäftigt. Ich will nur drei Beispiele nennen. Das erste ist hier im Saal gewesen, die von uns Freien Demokraten initiierte zweitägige Anhörung zu Islamismus und Salafismus, die uns wertvolle Erkenntnisse zu den Motiven und Gründen junger Menschen gebracht sowie die Entwicklungen der Szene aufgezeigt hat. Der zweite Punkt sind die vielen Vorkommnisse, die das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger erheblich beeinflusst haben, wie die Anwerbeversuche islamistischer Vereinigungen, zwielichtige Hilfsprojekte, ich erwähne nur die Weißen Flügel, zur Terrorfinanzierung, Verbände oder auch die Hinterhofmoscheen verschiedener Moscheevereine, die sich unter dem Vorwand der Religion gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung betätigt haben und damit in dem Zusammenhang die Fälle von meist jungen Menschen, die verblendet aus Hessen in einen vermeintlich heiligen Krieg gezogen sind und von denen viele nicht mehr zurückkehren werden. Der dritte Punkt, auch das hat Herr Kollege Bellino schon erwähnt, war das Ringen in den letzten Jahren um die Aufstockung der Finanzmittel für Personal, sowohl im Bereich der Prävention über das VPN, wie aber auch bei der Repression bei Staats- und Verfassungsschutz in den Haushaltsberatungen. Da sind wir jetzt in der Tat nach langem Drängen große Schritte vorangegangen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich mich auf die heutige Rede vorbereitet habe und die vielen Fälle noch einmal durchgesehen habe, mit denen wir uns hier beschäftigen mussten, wurde mir einmal mehr klar, und ich glaube, da sind wir uns einig, wie wichtig das Thema des Kampfes gegen Islamismus und Salafismus nicht nur in unserem Land ist. Hierbei, und daraus haben wir nie einen Hehl gemacht, insbesondere Herr Innenminister, war uns die Herangehensweise seitens der Landesregierung an der einen oder anderen Stelle zu zögerlich. Die entsprechenden Fälle und die teilweise äußerst dürftige Informationspolitik habe ich Ihnen an dieser Stelle ja bereits mehrfach, vor allem im vergangenen halben Jahr, vorgehalten. Deswegen verzichte ich darauf, das jetzt zu wiederholen. Umso klarer will ich an dieser Stelle ein ganz klares und eindeutiges Lob für die Landesregierung und für das Vorgehen des Innenministers aussprechen. Wir sehen sehr deutlich, dass Gründlichkeit, wenn es um ein Verbotsverfahren geht, Trumpf ist, gerade wenn es um so grundrechtsrelevante Materien geht wie hier. Hier geht es ja nicht nur um Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, hier ist auch die Religionsfreiheit berührt, und dann ist die Prüfung der Verhältnismäßigkeit ein ganz besonders wichtiger Punkt. Ein laxer Umgang mit Grundrechten darf diesem Staat niemals unterstellt werden können. Deswegen braucht es dann auch Zeit, um die Daten zu sammeln, die man braucht, und ein solches Verbot dann umzusetzen. Ansonsten, und das will ich auch entsprechend deutlich sagen, besteht nämlich die Gefahr, dass bei zu schnellem, schlecht vorbereiteten Handeln das einer juristischen Überprüfung nicht standhält. Und das hat eine ganz fatale Wirkung, wenn so etwas passiert. Denn das hat quasi eine Legitimationswirkung für diejenigen, die sich dann durch Gerichte bestätigt sehen können, dass ein Verbot nicht korrekt war. Das sind im Übrigen auch die Befürchtungen, die uns mit großer Skepsis nach wie vor den Verlauf des NPD-Verbotsverfahrens beobachten lassen. Ein Scheitern wäre eine Katastrophe für unseren Rechtsstaat, und das gilt auch hier. Aus diesem Grunde halten wir es ausdrücklich für richtig, dass es eine umfassende Sammlung von Informationen und Daten durch das Bundesinnenministerium gegeben hat. Das wird hoffentlich ausreichen, dass das Verbot auch bei einer etwaigen Überprüfung bestehen bleibt. Denn, und ich will das hier noch einmal betonen, die Religionsfreiheit ist ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut, und das umfasst grundsätzlich natürlich auch die Verteilung von Koranausgaben oder irgendeiner anderen heiligen Schrift. Das war ja das, warum wir uns so schwer getan haben in den letzten Jahren. Wir haben gesehen, was dort eigentlich bezweckt war, aber wem kann man es verwehren, eine heilige Schrift zu verteilen? Das ist in der Tat der Punkt. Der entscheidende Aspekt, und das musste sorgfältig geprüft und herausgearbeitet werden, ist, dass hier offensichtlich unter Berufung auf Religion letztlich aus politischen Gründen für einen vermeintlich heiligen Krieg geworben wurde, um junge Menschen damit in den Tod zu schicken. Wer dies tut, der kann sich ganz sicher nicht auf den Schutz von Grundrechten berufen.
Das, meine Damen und Herren, muss auch die klare Botschaft dieser Debatte sein. Ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat ist tolerant. Gegenüber Demokratiefeinden ist er aber auch wehrhaft und muss mit aller Härte vorgehen. Das gilt hier in diesem Zusammenhang, aber auch sonst. Ich muss daran erinnern, dass es auch andere Situationen gab, wo man daran erinnern musste. Ich denke an die falsche und gescheiterte Taktik der Landesregierung, etwa bei den Blockupy-Krawallen. Meine Damen und Herren, auch wenn wir also ausdrücklich hinter dem Verbot stehen und daher den heutigen Antrag, auch wenn er nachvollziehbarerweise aus Sicht der Koalition die Landesregierung etwas schöner redet, als die Situation tatsächlich ist, wir werden diesen Antrag mittragen. Trotzdem muss ich ein wenig Wasser in den Wein schütten. Ich will drei Punkte erwähnen. Das erste: Dieses Verbot ist alles andere als ein Grund, sich nunmehr hierauf auszuruhen. Ich hoffe, dass wir uns dessen alle bewusst sind. Es ist keine neue Erkenntnis, dass die islamistischen Strukturen in Hessen besonders stark ausgeprägt sind. Die Zahl der Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Lease-Aktion gerade im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt spricht insoweit Bände. Das zeigt sich auch daran, dass wir im Moment zwar wohl nicht mehr das große Problem mit Ausreisen haben, nach Syrien und in den Irak. Dafür mussten wir aber erkennen, dass es verstärkte Radikalisierung in Hessen gibt. Ich nenne nur die Beispiele der Abu Hanifa-Moschee in Frankfurt oder der Medina-Moschee in Kassel. Auch das muss unsere Wachsamkeit erhöhen. Auch wenn es sich bei diesem Lease-Verbot jetzt um einen wichtigen Schlag gegen die Szene handelt, können wir nicht davon ausgehen, dass damit nur im Entferntesten der Nährboden für islamistische Radikalisierung entzogen wäre. Wir müssen vielmehr ein besonderes Augenmerk in den kommenden Monaten gerade auf die Hinterhofmoscheen legen, die unsere Toleranz ausnutzen und gegen unsere Leitkultur. Ich rede eigentlich weniger gern von Leitkultur, sondern von unserem Grundgesetz. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das spiegelt das, was andere gerne als Leitkultur benennen, und die Toleranz, die dieses Grundgesetz befiehlt, ist nichts, was man auf der anderen Seite ausnutzen lassen darf im Kampf gegen das Grundgesetz. Ich will als Zweites einen Punkt erwähnen, der mir ganz besonders wichtig ist. Im Antrag der Koalition wird korrekterweise auf die Gründe für die islamistische Radikalisierung verwiesen. In dem Punkt 5, nächsten Absatz, der Ziffer 6, wird auch auf die Präventionsarbeit in Hessen eingegangen, die unbestritten in den vergangenen Jahren, wir haben das hier oft genug diskutieren müssen, stetig ausgebaut wurde. Was uns jedoch in dem Antrag völlig fehlt, ist eine wichtige Erkenntnis, die wir schon in der letzten Legislaturperiode bearbeitet und umgesetzt haben und die ganz besonders auch bei der großen Expertenanhörung hier im Landtag immer wieder genannt worden ist. Es gibt unter den Radikalisierten, meist Jugendlichen, ein großes Defizit an religiöser Bildung, das erst dazu führt, dass die salafistischen Rattenfänger überhaupt bei den Betroffenen Gehör finden können. Das ist in Ihrem Antrag zumindest auch in einem Satz erwähnt. Aber was eben fehlt, ist die Konsequenz. Diese Notwendigkeit religiöser Bildung, insbesondere über den islamischen Religionsunterricht, wird in Ihrem Antrag mit keinem Wort erwähnt. Ich will das hier ausdrücklich klarstellen. Auch wir sind derzeit äußerst unglücklich über die Entwicklungen in der Türkei. Und wir haben auch Befürchtungen, wie sich dies auf den Religionsunterricht und die Gestaltung des Religionsunterrichts in Hessen auswirken kann. Das darf aber nichts daran ändern, dass wir jedenfalls daran festhalten müssen, gerade zur Stärkung der religiösen Bildung, zur Immunisierung junger Menschen gegen Indoktrination, diesen Ansatz religiöser Bildung zu verfolgen. Das ist unerlässlich. Und, meine Damen und Herren, freut mich, dass der Beifall auch aus den Reihen der Koalition kommt. Es wäre der Erwähnung in Ihrem Antrag wert gewesen. Es soll uns nicht daran hindern, den Antrag trotzdem zu unterstützen. Ich hatte das schon gesagt. Der dritte und letzte Punkt, den ich erwähnen will, ist, dass wir natürlich aufpassen müssen, ob und was für Ausweichaktionen es gibt, wenn die Lease-Stände schlicht umlackiert werden und künftig mit einer Mohammed-Biografie für den Dschihad geworben werden soll. Das hat ja Pierre Vogel schon betrieben und angekündigt. Dann sind auch hier alle rechtsstaatlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu unterbinden.
Meine Damen und Herren, ich will abschließend sagen, wir werden auch weiterhin die Landesregierung und den Innenminister unterstützen, wenn es um die Bekämpfung des Islamismus in Hessen geht. Ebenso werden wir auch in Zukunft den Finger in die Wunde legen, wenn wir den Eindruck haben, dass es an Entschlossenheit fehlt. Und ich sage mit meinem letzten Satz, Herr Minister, zeigen Sie Stärke bei der Verteidigung unserer Grundwerte und unseres Verfassungsstaates. Wenn Sie dies tun, haben Sie unsere volle Unterstützung. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir leben in einem Land, in dem Religionsfreiheit ein durch das Grundgesetz geschütztes Grundrecht ist. In Artikel 4 heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Zitat zu Ende. Das Recht, einen Glauben zu haben und sein Leben danach auszurichten, ist verfassungsrechtlich garantiert und ein Fundament unserer Demokratie. Auch die Verteilung von Koranen und Koranübersetzungen steht unter diesem Schutz dieser Religionsfreiheit. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass im Rahmen dieser Debatte auch einmal vor Augen zu führen. Wenn wir darüber reden, wie weit religiöse Betätigung in Deutschland gefasst ist und wann diese Freiheit an die grundgesetzlichen Grenzen trifft. Viele Menschen in unserem Land nehmen dieses Grundrecht wahr. Sie leben ihren eigenen Glauben und leben friedlich und respektvoll mit Menschen zusammen, die einen anderen Glauben haben. Egal ob christliche Kirchen, jüdische Gemeinden oder muslimische Glaubensgemeinschaften, die überwiegende Mehrheit in unserem Land lebt dieses Grundrecht in einem friedlichen und respektvollen Miteinander. Dieses Grundrecht steht im Übrigen allen zur Verfügung, allen Menschen, die hier leben, egal ob es Deutsche oder Ausländer sind. Dass wir dieses Grundrecht schützen und dass wir dafür sorgen, dass die Wahrnehmung dieses Grundrechts gewährleistet wird, das zeichnet unsere freie und offene Gesellschaft aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer dieses Grundrecht aber missbraucht, wer unter dem Mantel der freien Religionsausübung unsere vielfältige, offene, tolerante, friedliche Gesellschaft bekämpft, wer den bewaffneten sogenannten Dschihad befürwortet, wer junge Menschen radikalisiert, der kann sich nicht auf die freie Ausübung dieses Grundrechts berufen. Deshalb ist es richtig, dass der Bundesinnenminister die Islamische Vereinigung, die wahre Religion und damit die sogenannte Lease-Aktion verboten hat. Von den Polizeibehörden wurden rund 70 Verbotsverfügungen ausgehändigt und in mehr als 60 Objekten wurden Durchsuchungen durchgeführt. Wie groß das Potenzial ist, zeigt nicht zuletzt die Zahl von 140 überwiegend jungen Menschen, die in den Dschihad nach Syrien und in den Irak ausgereist sind und die sich zuvor in der Lease-Aktion beteiligt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir senden ein klares Zeichen. Islamistische Fanatiker, religiöse Fundamentalisten, die versuchen, junge Menschen zu radikalisieren und in den sogenannten Dschihad zu schicken, werden nicht geduldet. Islamismus hat in Deutschland, hat in Hessen keinen Platz. Extremistische Organisationen, die den Koran zweckentfremden, um sich in Wirklichkeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu wenden, dürfen im wehrhaften Rechtsstaat nicht hingenommen werden. Wer sich gegen die Völkerverständigung und das friedliche Zusammenleben aller Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Weltanschauung und dem Glauben wendet, der bekämpft unsere Grundwerte und muss deshalb mit dem entschiedenen Widerstand unseres Rechtsstaats und der Demokraten rechnen. In einigen Kommentaren und in einigen Stellungnahmen konnte man ja lesen, dass dieses Verbot viel zu spät gekommen sei. Ich möchte noch einmal betonen, dass wir uns mit derartigen Verfahren im Kernbereich des Grundgesetzes bewegen. Die Religionsfreiheit einerseits und die Vereinigungsfreiheit aus Artikel 9 und die Versammlungsfreiheit andererseits
sind hohe Rechtsgüter, die unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Deshalb sind derartige Verfahren sehr gründlich und sehr gewissenhaft zu führen. Deswegen gilt unser Dank daher den Bundesbehörden, aber insbesondere auch den hessischen Sicherheitsbehörden, die hier sehr gründlich und sehr sorgfältig gearbeitet haben, bevor dieses Verbot erst zum Tragen kam. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Verbotsverfahren sind das letzte Mittel. Natürlich müssen Sicherheitsbehörden mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen die vorgehen, die unsere Freiheit und unsere offene Gesellschaft bekämpfen. Wir müssen aber alle Anstrengungen unternehmen, damit junge Menschen erst gar nicht in die Fänge solcher Extremisten kommen. Wir haben es mit einer sehr komplexen Problemlage zu tun. Bei der Werbung junger Menschen spielen oft soziale Probleme eine Rolle. Häufig sind aber auch Jugendliche betroffen, die gemessen an formaler Bildung, deutschen Sprachkenntnissen und Einkommen als gut integriert angesehen werden müssen. Bei der Radikalisierung junger Menschen spielen viele Faktoren eine Rolle. Entfremdung, Identifikations- oder Identitätskonflikte, Orientierungslosigkeit, reale oder so empfundene Diskriminierung, Nichtanerkennungserfahrungen, Brüche in der Biografie, reale oder empfundene soziale Benachteiligungen, vermeintliche Perspektivlosigkeit. Hier setzen unsere Präventionsprogramme in diesem Bereich an. Ich will noch einmal daran erinnern, das Violence Prevention Network, die hessische Beratungsstelle Religiöse Toleranz und statt Extremismus, wurde als bundesweit vorbildliches Projekt durch die Initiative Deutschland, Land der Ideen ausgezeichnet. Wir haben als Land Hessen frühzeitig erkannt, dass wir im Bereich Islamismus, Salafismus eine Präventions- und Interventionsstrategie brauchen. Dieses Programm hat bundesweit Vorbildcharakter. Wir sollten, glaube ich, alle gemeinsam darauf stolz sein, dass wir im Lande Hessen so etwas vorzuweisen haben. Auch in der Anhörung im Landtag zu diesem Themenkomplex, Kollege Greilich hat es angesprochen, wurde diese Präventionsstrategie von vielen positiv bewertet. Wir zeigen damit auch, wir lassen diese jungen Menschen nicht im Stich. Wir kümmern uns um euch. Ihr gehört dazu. Wir brauchen aber auch ein viel stärkeres Werben für unsere Demokratie, für unsere Grundwerte und für unseren Rechtsstaat. Ahmed Mansur hat neulich beim Herbstgespräch des Landesamtes für den Verfassungsschutz gesagt, warum schaffen wir es, junge Menschen für iPads und iPhones zu begeistern, aber nicht für unsere Demokratie und für unsere offene Gesellschaft? Recht hat er. An dieser Stelle müssen wir uns die Frage stellen, wie wir diese Arbeit intensivieren können. Aber das ist auch eine Frage, die uns im Bereich der Präventionsstrategie noch viel stärker beschäftigen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will diese Präventionsarbeit aber auch nicht überhöhen. Wir sind mit dem, was wir hier in Hessen machen, auf einem guten Weg. Wir sind aber längst nicht am Ziel. Das habe ich gerade gesagt, was die Frage des Werbens für unsere Demokratie und für unseren Rechtsstaat angeht. Die Probleme in diesem Bereich sind vielfältig, und wir müssen sowohl in der repressiven als auch mit präventiven Mitteln alles unternehmen, um Extremismus effektiv zu bekämpfen. Die Verbotsverfügung zeigt deutlich, dass die wehrhafte Demokratie gegen diejenigen vorgeht, die unsere freie und offene Gesellschaft abschaffen wollen. Und ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind und dass wir das in unserem Land nicht zulassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faeser, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Mir ist wichtig, zu Beginn der Debatte zu differenzieren und etwas Wichtiges voranzustellen. In Deutschland leben ca. 4 Millionen Muslime. Sie sind Anwältinnen, Bäcker, Lehrerinnen, Selbstständige, Einzelhändler, Arbeitslose, Beamtinnen, Schülerinnen und Studenten. Sie engagieren sich ehrenamtlich oder nicht. Sie sind religiös oder auch nicht. Sie gründen Familien oder haben andere Vorstellungen für sich. Kurz gesagt,
Muslime finden sich in Deutschland mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten, sind vor allen Dingen eins, ziemlich normal, und sie leisten einen wichtigen Beitrag für unser Wohlergehen. Sprechen wir hingegen, und das ist das Ziel des heutigen Setzpunkts von CDU und GRÜNE, vom Salafismus, dann sprechen wir eben nicht von jenen 4 Millionen Muslimen. Wir sprechen von einer sehr kleinen Minderheit von wenigen Tausend Salafisten. Prozentual zur Gesamtheit der Muslime steht eindeutig eine Null vor dem Komma. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu Beginn dieser Debatte auch einmal deutlich zu sagen, meine Damen und Herren. Der Salafismus gilt sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene als die zurzeit dynamischste islamistische Bewegung. Der Zuspruch an Sympathisanten in Deutschland steigt kontinuierlich, liegt bei ca. 8.000 Personen deutschlandweit, aus dem Verfassungsschutzbericht des Bundes. In Hessen sind es etwa 1.650 Anhänger. Dabei spricht er, das haben die Kollegen schon gesagt, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene an. Er liefert einfache Antworten auf schwierige Fragen, gibt eindeutige Handlungsanweisungen für uneindeutige Situationen und gibt Halt, wo sich viele haltlos fühlen. Salafismus ist der eigentlich unpolitische Versuch, die islamische Lebensweise durch Rückbesinnung auf die muslimischen Gründerväter von falschen Einflüssen zu reinigen. Andererseits ist da auch eine Strömung des Salafismus der Nährboden des islamistischen Terrorismus. Auch hier ist es sinnvoll zu unterscheiden, über welche Art man redet. Heute reden wir über die Strömung des Salafismus, die radikalisiert und den Nährboden für islamistischen Terrorismus legt. Ja, wissen Sie, Herr Tippi, dass ausgerechnet Sie sich da jetzt einmischen, finde ich spannend. Gerade Sie sind es nämlich, die nicht differenzieren, was schwierig in der Debatte ist. Und mir ist noch in Erinnerung, Ihre Bemerkung dazu, dass Islamisten einen Bogen um Hessen machen, ist, glaube ich, mehr als falsch, meine Damen und Herren. Am 15.11. dieses Jahres hat der Bundesinnenminister die Vereinigung Die wahre Religion, bekannt alias Lies-Stiftung, Stiftung Lies, verboten und aufgelöst. Es wurden in den frühen Morgenstunden mit über 190 Durchsuchungen und Beschlagnahmungsmaßnahmen in 10 Bundesländern, darunter auch Hessen, vollzogen. Das Verbot erfolgte aus dem Vereinsgesetz, auch das ist schon gesagt worden, weil DWR, wie man Die wahre Religion kurz nennt, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung sowie gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet. DWA nahm regelmäßig Verteilaktionen des Koran in Fußgängerzonen vor. Wir wissen leider schon länger durch die Arbeit des Verfassungsschutzes, dass bei den Verteilaktionen Jugendliche angeworben wurden, um sie zu radikalisieren und sie zum Kampf in Syrien oder in Irak zu schicken, um sich dort terroristischen Gruppierungen anzumelden. Insoweit begrüßen wir ausdrücklich als Sozialdemokraten, dass DWR nun endlich verboten wurde, denn es wurden von 140 solcher Fälle berichtet, die in den Krieg gezogen sind. Jeder davon ist einer zu viel, und auch wir danken den Sicherheitsbehörden für die Arbeit. Ich will das aufgreifen, was die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben. Insbesondere Herr Frömmrich hat da ja sehr stark differenziert. Es ist ein hohes Gut der Religionsfreiheit in unserer demokratischen Grundordnung. Das ist auch gut so. Es ist historisch begründet und ein wesentlicher Pfeiler unserer demokratischen Grundordnung. Dennoch muss man sagen, dass es schon auch schwierig ist, wenn wir seit 2011 aus den Verfassungsschutzberichten wissen, dass bei diesen Verteilaktionen Anwerbeversuche und Radikalisierungsversuche gemacht wurden, dass es bis heute gedauert hat, das Verbot durchzusetzen. Und ja, Herr Greilich, natürlich ist bei dem hohen Gut eines Vereinsverbotes Sorgfalt angemessen. Aber das sind schon einige Jahre, die da ins Land gegangen sind. Und ich finde, eins muss man schon noch einmal differenzieren. Was hat Hessen denn so Besonderes dazu geleistet? Wir, Mitglieder des Innenausschusses, haben jetzt nicht ständig berichtet bekommen, dass der hessische Innenminister da extrem unterwegs war und sich besonders hervorgetan hat. Ich will ein Bundesland nennen, was vorbildlich war, lieber Kollege Frömmrich. Dem Land Hamburg ist es nämlich gelungen, vorher schon eine Nähe zur dschihadistischen Szene nachzuweisen, den Verteilern des Korans. Und sie haben seit Mai schon verboten, diese Koranverteilung vorzunehmen, und das
gerichtlich durchgesetzt, meine Damen und Herren. Das ist vorbildliches Verhalten an diesem Punkt. Und da muss man nicht übers Ziel hinausschießen. Die Sache an sich ist völlig klar. Da haben wir überhaupt keinen Dissens. Es ist richtig, dass die Koranverteilaktion verboten wurde. Aber man muss, glaube ich, in so einer Debatte auch schon einmal darauf hinweisen können, dass der Staat auch handlungsfähig ist und dass man schon einmal hinterfragt, warum es so lange dauert und warum Hessen da einen besonderen Beitrag geleistet hat, der sich uns so nicht erschließt, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat bisher im Wesentlichen mit repressiven Mitteln reagiert. So wurde die Möglichkeit geschaffen, jedem den Personalausweis zu entziehen, der als Dschihadist nach Syrien oder Irak reisen würde. Auch das Strafrecht wurde verschärft. Allein die Absicht einer solchen Reise ist mittlerweile Strafrecht, ist strafbar. Ich glaube aber, dass die repressiven Maßnahmen, und da sind wir uns ja auch alle einig, zum Glück über die Parteiengrenzen hinweg, alleine nicht ausreichen. Sie sind notwendig und richtig, aber wir brauchen ein umfassendes Präventionsprogramm. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir ein umfangreiches Präventionsangebot haben. Und wir brauchen einen Aktionsplan, der alles miteinander vereinigt. Und wir hätten uns nach der Anhörung, die wirklich gut war im Hessischen Landtag, gewünscht, dass wir gemeinsam auch einen großen Aktionsplan auf den Weg bringen. Das ist leider gescheitert, meine Damen und Herren. Und die Kolleginnen und Kollegen haben es angesprochen, diejenigen, die da unterwegs sind, werden da nicht locker lassen. Sie werden weitermachen. Sie werden sich möglicherweise unter einem anderen Schild wieder auch dort finden und versuchen, Jugendliche anzuwerben. Deswegen müssen wir dringend etwas tun. Und ich will noch einmal sagen, dass die Landesregierung mit ihrem Kompetenzzentrum gegen Extremismus und auch insbesondere die gute Arbeit vom Violence Prevention Network, was wir hier auch schon gelobt haben, was wir auch in der letzten Debatte im September ausdrücklich gelobt haben, einen guten Weg eingegangen sind. Aber das ist nur ein Beginn. Und ich will einmal sagen, wenn hier immer die Rede davon ist, dass so umfangreich alles vernetzt wird, dann stimmt das eben nicht. Es gibt sehr viele andere Anbieter auf diesem Bereich, wie die Kirchen, wie die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt, wie die AWO in Offenbach, die hier nie eine Erwähnung finden und die auch mit diesen Aktivitäten nicht vernetzt werden bislang. Das ist aber dringend notwendig, meine Damen und Herren. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, meine Damen und Herren, mir das anzugucken im Internet, was die Landesregierung so bietet. Und da steht unter dem Hessischen Kompetenzzentrum für Extremismus, ich habe es mal mitgebracht, unter der Deradikalisierung Ausstiegsprogramm wird auf VPN verwiesen. Angehörigenberatung VPN, Fortbildung, Sensibilisierung, Immunisierung VPN, Prävention durch Information des Landesamts für Verfassungsschutz, Angehörigenberatung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Meine Damen und Herren, von den anderen Trägern überhaupt keine Spur. Unter einer umfassenden Vernetzung verstehen wir etwas anderes. Wissen Sie, Herr Kollege Frömmrich, darauf habe ich gewartet. Da gibt es nämlich einen Hinweis zum Präventionsnetzwerk. Und wenn man das öffnet im Internet, was kommt da? Ein Schaubild vom Hessischen Kompetenzzentrum für Extremismus, wo es Unterspaltung gibt, und da wird genau wieder auf VPN verwiesen. Herr Kollege Frömmrich, vielleicht schauen Sie sich das einmal an. Es wäre zwingend notwendig, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Ich will nur einige davon nennen. Wir wollen Ausbildung und Schulung von Menschen, die in Jugendzentren, in der Kinder- und Jugendarbeit sind, in Schulen und Vereinen, aber auch in der Polizei und Justizvollzug arbeiten. Entwicklungen von Maßnahmen zur Deradikalisierung in Justizvollzugsanstalten müssen ausgebaut werden. Ausbau der muslimischen Seelsorge in Justizvollzugsanstalten. Entwicklung eines Programms zum Ausbau und Weiterqualifizierung der kommunalen und verbandlichen Jugendarbeit, der außerschulischen Jugendbildung, der Jugendsozialarbeit und der Schulsozialarbeit. Verstärkung der Arbeit mit Eltern und Angehörigen, Aufklärungsarbeit, Beratungsprogramme, Informationsangebote müssen sich explizit an Eltern und Angehörige widmen. Und ich denke auch, dass es ein guter Beginn ist, Herr Innenminister, Extremismusprävention in Flüchtlingseinrichtungen anzubieten und Informationen dort zu geben. Aber auch das müssen wir sehen, dass wir das flächendeckend anbieten können. Wir brauchen eine bessere Vernetzung aller Beteiligten, einen Aufbau eines kommunalen Beratungsnetzwerkes, um die Zusammenarbeit von Schulen, Sozialarbeit, Jugendhilfe und Eltern zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, was wir vermissen,
ist ein umfangreiches Präventionsangebot seitens des Hessischen Sozialministeriums für hessische Kitas. Wo ist denn das umfassende Präventionsangebot an Schulen vom Kultusminister? Kollegin Faeser, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme gerne zum Schluss, Frau Präsidentin. Genau das benötigen wir. Wir brauchen umfangreiche Prävention, übergreifend, nicht nur vom Innenministerium, auch vom Sozialministerium, auch vom Bildungsministerium. Das vermissen wir in der Debatte. Wir bitten Sie, zukünftig etwas breiter aufgestellt über diese Debatte zu reden. Und etwas Differenzierung würde diesem Thema sehr gut tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich den vorliegenden schwarz-grünen Antrag erstmals las, dachte ich mir, was wollen die Antragsteller damit erreichen? Welchen Anteil hat Hessen an diesem bundesweiten Verbot? Aber wir lesen ja im Antrag, dass die Landesregierung maßgeblich dabei geholfen hat, das Verbot zu erreichen, und dann wird das ja schon stimmen. Aber offensichtlich geht es den Antragstellern mit ihrer Aufwertung zum Setzpunkt wieder einmal eher darum, ihre Law-and-Order-Politik breit darzustellen, also um die Bedienung eines bestimmten Klientels der deutschen Bevölkerung. Da bleibt leider wenig Platz für eine differenzierte Betrachtungsweise und schon gar nicht für kritische Fragen. Und so war ja die Debatte, die wir bisher gehört haben, auch seitens der Koalition angelegt. Lassen Sie mich, um Missverständnisse zu vermeiden, dennoch einiges klarstellen. Ich frage mich, war es richtig, das rechtlich schärfste Schwert, nämlich bundesweiter Durchsuchung, Verhaftung und ein Verbot gegen den Verein Die wahre Religion und die Lies-Stiftung einzusetzen? Bei allen schwierigen Abwägungen und auch allem, was wir wissen oder wissen können, sage ich, ja, es war richtig. Weder Vereinsrecht noch Religionsfreiheit dürfen als Deckmantel für die Rekrutierung und Finanzierung dessen dienen, was unter dem sogenannten Islamischen Staat geschieht. Jetzt dürfen Sie ruhig auch einmal klatschen. Sollte sich also bestätigen, dass der Verein Die wahre Religion und die Lies-Stiftung um Geld und Kämpfer, für den er ist geworben oder dessen Ideologie verbreitet haben, dann ist das Verbot gerechtfertigt. So erwarte ich es aber auch bei jenen anderen zu Krieg und Terror anstiftenden, beitragenden Vereinigungen in Zukunft, meine Damen und Herren. Ich frage mich ferner, hat man das rechtlich schärfste Schwert viel zu spät gezogen und Hasspredigern und Terrorhelfern viel zu lange zugeschaut? Ich denke, nein. Nach allem, was wir wissen und wissen können, geht man mit Verboten, Durchsuchungen und Verhaftungen seit Jahren massiv gegen die islamische Szene vor. Die intensiven Vorbereitungen der jetzigen Verbote und Durchsuchungen bedeuten ja auch, dass hier monatelang Personen und Strukturen in aller Tiefe beobachtet wurden. Und dies wiederum bedeutet immerhin, dass in die Grundrechte der Betroffenen sehr weitgehend eingegriffen wurde. Genau deshalb warne ich aber vor einer falschen und einem gefährlichen Überbietungswettbewerb, bei dem so getan wird, als sei der Staat hier blind, inaktiv und wehrlos gegen Islamisten. Im Gegenteil. Die bestehenden Sicherheitsgesetze sind ausreichend und mit derart massiven Kontrollen, Befugnissen und Mitteln vorgesehen, können sie auch ihren Zweck erfüllen. Tun wir also nicht so, als müssten die Gesetze noch weiter verschärft werden. Denn das schafft neue Probleme. Der Staat kann ein Zeichen setzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Der Staat kann deutlich machen, dass er nicht zuschaut und nicht hilflos ist. Der Staat kann Stärke zeigen
und versuchen, Dschihadisten zu identifizieren und zu isolieren und damit IS-Strukturen bei uns frühzeitig zu schwächen. Aber wir werden mit immer härteren Gesetzen und Gangarten den Konflikt nicht lösen und erreichen vor allem damit diejenigen nicht, die wir so dringend brauchen, nämlich die über 99% friedlich mit uns lebenden Muslime, die mit IS und Terror nicht das Geringste zu tun haben. Sie gilt es zu gewinnen und nicht unter Generalverdacht zu stellen. Sie gilt es nicht auszugrenzen und in die Arme anderer zu treiben. Genau das aber kann passieren, wenn sich die durchsetzen, die den Islam pauschal angreifen und mit allgemeinen Feindbildern Erklärungen suchen. Es wäre der innenpolitische Worst Case, wenn sich immer mehr die Scharfmacher und Hassprediger, egal welcher Seite, in dieser Debatte durchsetzen. Und deshalb ist es auch so eine wichtige Debatte. Es ist auch in dieser Debatte wichtig, den Scharfmachern von rechts entgegenzutreten, die genau solche Debatten für sich nutzen wollen. Und dazu zähle ich auch den CDU-Bundestagsabgeordneten Wilsch und seine Gedankenspiele zur Zusammenarbeit mit der AfD, meine Damen und Herren. Ja, das passt nämlich genau zu diesem Thema, und da haben Sie einiges in Ihren eigenen Reihen zu tun. Meine Damen und Herren, so schwierig es sein mag, wir brauchen gerade in solchen Debatten Augenmaß, Ruhe und Gelassenheit angesichts der aufgeheizten Situation. Ich möchte deshalb auch jetzt die Bedeutung von Vereinsrecht und vor allem von Religionsfreiheit, die ja zu den höchsten Verfassungsrechten überhaupt gehört, hervorheben. Hüten wir uns davor, die Religionsfreiheit zu relativieren, egal bei welcher Religion. Niemandem ist es verboten, zu glauben, seinen Glauben zu leben und sich in Vereinen zu versammeln. Der Staat hat niemanden in den Kopf zu schauen, geschweige denn Überzeugungen zu bestrafen. Diese Freiheits- und Bürgerrechte müssen auch dann gelten, wenn es schwierig wird, wenn Menschen völlig andere, für mich vielleicht sogar irrwitzige Vorstellungen haben. Doch ich sage auch, diese Freiheit endet dort, wo sie mit anderen Verfassungsgrundsätzen in Konflikt steht. Der IS und Menschen, die für ihn werben und kämpfen, haben nicht einfach nur eine andere Meinung oder Religion. Sie versuchen nicht, Kritik am Westen oder anderen Staaten vorzutragen, sondern sie begehen schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie töten unterschiedslos jeden, der ihren unmittelbaren Zielen im Wege steht, übrigens zu über 90% Muslime. Die Hauptopfer sind die Menschen in Syrien, im Irak, in Pakistan oder Afghanistan. Die Hauptopfer des Terrors in Europa sind ganz normale, vollkommen unschuldige Menschen. Und das zu unterstützen, ist eine schwere Straftat und hat nichts mit dem Islam und nichts mit Religion zu tun. Obwohl es neben der gemeinsamen Einschätzung zu den Grenzen der Religionsfreiheit und des Vereinsrechts auch noch andere zustimmungsfähige Punkte im schwarz-grünen Antrag gibt, wird sich DIE LINKE dennoch dem Antrag enthalten, und zwar aus folgendem Grund. Sie verweisen auf die Bedeutung der Prävention hin. Und richtig, repressiv wird sich das alles nicht lösen lassen, wie ich schon ausgeführt habe. Aber was macht die Landesregierung denn präventiv? Frau Faeser hat darauf hingewiesen, was das Thema Vernetzung angeht der verschiedenen Organisationen, die tätig sind. Wir erleben aber ständig, dass sie sich auf ein und dasselbe Programm berufen und sich als Vorreiter feiern. Andere Länder, z.B. Hamburg, waren da früher, und das sogenannte Violence Prevention Network ist mit seiner Aufgabe völlig überfordert. Ja, die sind gut, und die sind wichtig. Sie sollen aber mit ihren wenigen Mitarbeitern eine Einzelfallbetreuung und strukturelle Prävention bei möglichst Hunderten in Frage kommender IS-Sympathisanten durchführen. Und ich frage mich, wie erreichen wir denn alle jungen Muslime in Deutschland? Wie schaffen wir es denn, die einzubinden?
Wie können wir endlich dafür sorgen, dass auch Sie gleiche Ausbildungschancen, gleiche Berufsaussichten und gleiche Chancen auf eine Wohnung haben? Diese Fragen gehören hier dazu, meine Damen und Herren. Natürlich sind das schwierige Debatten, aber die müssen wir führen, und zwar alle. Und nachhaltig gegen Krieg und Terror vorzugehen, müssen wir uns deshalb auch mit weitergehenden Fragen beschäftigen. Warum haben wir denn diesen Terror? Woher kommen denn die Flüchtlinge? Warum der Krieg im gesamten Orient? Was hat der Westen unter Führung der USA da mit angerichtet? Warum liefern wir immer mehr Waffen für diesen Wahnsinn? Ja, die Exportzahlen deutscher Waffenlieferungen sind gestiegen, genau in diese Kriegsgebiete. Und was ist das für ein nicht enden wollendes Programm gegen Hass, Terror und Flüchtlinge? Meine Damen und Herren, ich gebe zu, dass ich in dieser Debatte mehr Fragen als Antworten habe. Ich fürchte mich aber besonders vor denen, die hierzu keine Fragen, aber schnelle Antworten parat haben. Ich hoffe, es setzt sich auch bei uns die Erkenntnis durch, dass innenpolitische Ordnung ohne sozialen Frieden und Frieden nach außen dauerhaft nicht zu haben sein wird. Kollege Schaus, alles klar. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße auf der Tribüne Weihbischof Dr. Udo Markus Benz. Er hat heute Morgen die Morgenandacht hier im Landtag gehalten. Herzlich willkommen. Nächster Redner ist Kollege Frömmrich. Verbliebene Redezeit 1 Minute 49. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich wollte eigentlich auf das eingehen, was Kollegin Faeser gesagt hat, weil man kann ja in verschiedenen Fragen, auch was die Frage von Prävention, unterschiedlicher Auffassung sein. Man kann auch unterschiedliche Aspekte da werten. Aber ich glaube, Frau Kollegin Faeser, in der Debatte, jetzt mal Herrn Schaus außen vorgenommen, in der Debatte wäre es, glaube ich, wichtig, dass wir eher das Verbindende betonen anstatt das Trennende. Das wäre mir wichtig gewesen in dieser Diskussion. Mir wäre wichtig gewesen, auch dann mit Vorschlägen zu kommen, die dann auch wirklich nachzuvollziehen sind. Sie haben gesagt, VPN und unsere Strategie dessen, was wir im Bereich der Prävention machen. Als wir mit diesen Präventionsprojekten angefangen haben, gab es das in keinem anderen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Das muss man doch einfach einmal zur Kenntnis nehmen, Frau Kollegin Faeser. Wir haben mittlerweile die Mittel in dem Bereich Prävention versechsfacht. Wir hatten eine Anhörung hier, da waren Sie anwesend. Auf die Frage, was man da noch mehr machen kann, haben Anzuhörende in einer Anhörung des Hessischen Landtags gesagt, Geld ist nicht das Problem. Das haben Anzuhörende gesagt, das habe ich noch nie gehört. Die haben gesagt, nicht Geld ist das Problem, sondern wir müssen jetzt erst einmal unsere Arbeit verstetigen. Und das tun wir. Und wenn mehr Geld gefordert wird, werden wir dieses Geld auch zur Verfügung stellen, weil Mittel und Investitionen in Prävention ist jeder Euro gut angelegtes Geld. Das müssen wir nicht nachher für Polizei und für Sicherheitsbehörden ausgeben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie sich die Internetseite vielleicht einmal richtig anschauen, da können Sie schön durchklicken, da finden Sie alle Projekte. Da finden Sie das Beratungsnetzwerk, da finden Sie Icarus, da finden Sie die Rote Linie, da finden Sie Corex, da finden Sie Demokratie vor Ort. Sich hier hinzustellen und zu sagen, man würde auf der Internetseite des Landes, also auch im HKE, nichts finden, ist schlichtweg falsch, Frau Kollegin Faeser. Da sollten wir auf einem anderen Niveau diskutieren. Danke. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollegin Faeser. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich fand eigentlich bislang die Debatte, bis auf die Ausnahme am Ende von Herrn Schaus, ganz in Ordnung. Und ich glaube, Herr Kollege Frömmrich, einfach hierher zu gehen, etwas zu behaupten, was nicht richtig ist, das ist auch eine Strategie, aber es ist keine gute. Sie sind damit nicht gut beraten.
Ich habe von Geld- und Mittelaufstockung überhaupt nicht geredet, kein Wort. Finde ich in der Debatte auch nicht angemessen. Ich habe VPN hier ausdrücklich gelobt, und ich habe es auch hervorgehoben. Ich habe Sie nur auf etwas hingewiesen, was in der Debatte auch fehlt. Ich glaube, es ist auch legitim, dass man in einer so umfangreichen Debatte in einem Setzpunkt darauf hinweist, was wir als Sozialdemokraten im Hessischen Landtag vermissen. Und wir vermissen eben die Vernetzung mit den vielen Trägern, die es gibt. Und die gibt es eben nicht. Und Herr Kollege Frömmrich, wenn es aufs Präventionsnetzwerk verwiesen wird und dort lediglich ein Schaubild ist, wo wiederum auf VPN verwiesen ist, dann will ich Sie mal auf etwas aufmerksam machen, was Sie leider hier nicht differenzieren. VPN macht eine herausragende Arbeit. VPN ist aber im Wesentlichen, und da machen Sie sehr gute vorbildliche Arbeit, da haben Sie auch schon Jugendliche wieder zurückgeholt. Und es ist so wichtig für die jungen Menschen. Also, Sie machen einzelfallbezogene Beratung im Wesentlichen. Sie laden aber sehr viel der allgemeinen Präventionsarbeit auch auf das Violence Prevention Network ab. Das ist eine Überforderung. Und da muss man einfach sagen, entweder Sie geben so viel Mittel an VPN weiter, dass Sie das auch noch alles machen können, oder Sie stellen Ihnen andere Träger zur Seite. Und das ist unsere Empfehlung, dass Sie Ihnen die anderen Träger mit zur Seite stellen und die auch hier hervorheben für ihre sehr gute Arbeit. Und es ist etwas, was an uns herangetragen wird von diesen anderen Trägern, dass sie auch Berücksichtigung finden wollen. Tun Sie das, dann kriegen Sie noch mehr Lob von uns, Herr Frömmrich. Kollege Frömmrich zur Erwiderung. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegin Faeser, das habe ich auch nicht gesagt. Ich finde, man muss in den Argumenten abschichten. Man muss in den Argumenten abschichten. Sie haben hier im Bereich der Prävention Dinge gefordert, von denen ich sage, da sind wir auf einem guten Weg. Dass Sie noch weitere Dinge fordern, dass Sie sagen, da gibt es noch Dinge, die muss man vielleicht auch noch in Angriff nehmen, ist vollkommen in Ordnung, halte ich für legitim. Haben wir hier auch in der Anhörung diskutiert. Und ich habe Ihnen ja gesagt, dass diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, gesagt haben, Geld ist nicht das Problem. Wir fühlen uns mit dem, was wir tun und auch was wir zurückkoppeln in die Hessische Landesregierung, fühlen wir uns gut aufgehoben. Und da gibt es ein offenes Ohr für diese Problematik. Und wir arbeiten auch daran, diese Programme weiter und fortzuentwickeln. Und was Sie sagen mit dem Schaubild, mit dem, was die Internetpräsentation ist, ist es schlichtweg falsch. Ich habe es hier liegen. Schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich das an. Sie können durchklicken die gesamten Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Auf der einen Seite Salafismus, Islamismus, auf der anderen Seite Linksextremismus. Da wissen wir, dass wir da noch ein bisschen was zu tun haben, haben wir jetzt gehört. Dass wir im Bereich Rechtsextremismus können Sie draufgehen. Da finden Sie das Demokratiezentrum denn bei Rechtsextremismus und die gesamten Präventionsstrategien, die wir in diesem Bereich aufgelegt haben. Wenn Sie alleine sehen, in welchen Bereichen wir da unterwegs sind, dann finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Gleichwohl glaube ich, dass wir in dem Bereich trotzdem noch das wollen wir, dass in diesem Bereich trotzdem das, was hier angesprochen worden ist, ich habe Ahmad Mazur zitiert vorhin hier, dass ich glaube, dass wir auch noch andere Strategien brauchen, nämlich da, wo wir Gruppen ansprechen, da, wo wir sagen, wir müssen für unsere Demokratie, für unsere Grundrechte, für unseren Rechtsstaat mehr werben, damit solche Leute erst gar nicht auf die Idee kommen, in den Extremismus abzugleiten. Das ist ein Bereich, den haben wir uns als Hausaufgabe vorgenommen. Da stehen wir auch zu. Aber hier so pauschal, gerade diese Dinge zu diskreditieren, halte ich für unangemessen. Kollege Vielleicht nehmen Frömmrich, Sie einfach Sie mal müssen zur Kenntnis, zum Schluss kommen. Vielleicht nehmen Sie einfach mal zur Kenntnis, dass wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zu Beginn noch einmal deutlich machen, wir reden hier nicht über eine Religion, wir reden nicht über Muslime, sondern wir reden über Extremismus. Wir reden über islamistischen Extremismus und die Auswirkungen, die sich dafür unseren Rechtsstaat ergeben. Ich finde, das sollten wir am Anfang der Debatte für mich zumindest auch noch einmal deutlich machen. Und die Botschaft dieser Debatte, meine Damen und Herren, finde ich, ist auch eindeutig und sogar fraktionsübergreifend und parteiübergreifend. Wir sind eine wehrhafte Demokratie.
Wir schauen dem verbrecherischen und dem menschenverachtenden Treiben von islamistischen Extremisten in diesem Lande nicht zu. Wir verteidigen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und da sind wir uns einig, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Und es ist so, meine Damen und Herren, der islamistische Extremismus ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen, die sich sicherheitspolitisch im Moment stellen. Die Anschläge von Paris, von Brüssel, von Nizza, ja, aber eben mittlerweile auch in Deutschland, von Würzburg, von Ansbach, sie sind näher gekommen. Sie haben Deutschland erreicht. Und die Begehungsweise muss uns schlicht und ergreifend auch in Sorge versetzen. Weil früher mit großer Logistik sind große terroristische Anschläge wie 9/11 in New York gemacht worden. Mittlerweile wird wie in Würzburg oder in Ansbach mit relativ bescheidenen kleinen Mitteln versucht, Angst und Schrecken durch diese Extremisten in unser Land hineinzutragen. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen, weil wir 130 überwiegend junge Menschen haben, die aus Hessen nach Syrien und in den Irak in den Krieg gezogen sind und ausgereist sind. Ein Viertel davon wahrscheinlich zu Tode gekommen ist. Wir haben uns in den vergangenen Jahren gemeinschaftlich darum bemüht, zu verhindern, dass es überhaupt zu Ausreisen kommt, weil wir verhindern wollen, dass aus unserem Land praktisch Nachwuchskämpfer nach Syrien und in den Irak ausreisen, um dort Elend zu verbreiten. Und, meine Damen und Herren, wir haben auch ein Interesse daran, weil diejenigen, die ausgereist sind und wieder zurückkommen, manche traumatisiert, andere ausgebildet und mit Waffen und mit Sprengstoff in Kontakt gewesen, das ist für unsere Gesellschaft, für unser Land unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten nicht gut. Deswegen müssen wir uns dort darum bemühen. Und wir haben hier im Hessischen Landtag an vielen Stellen miteinander diskutiert, wie die Sicherheitsbehörden sich darauf einstellen. Und ich will sagen, nicht nur in diesem Fall, sondern auch in den vielen anderen Fragen, die sich bei der Bekämpfung des islamistischen Extremismus stellen. Wir können unseren Sicherheitsbehörden bei der Polizei, beim Verfassungsschutz nur sehr, sehr dankbar sein, dass sie diese Aufgabe leisten, weil sie leisten damit einen wichtigen Beitrag wirklich zur Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wir sind uns einig, meine Damen und Herren, dass unsere Sicherheitsbehörden ausgebaut werden müssen. Wir machen das bei der Polizei. Wir sind im Moment dabei, den Staatsschutz in den einzelnen Präsidien zu stärken, um uns genau auf das Thema Extremismus dort ein Stück weit mehr konzentrieren zu können. Wir werden den Verfassungsschutz weiter ausbauen, ein Drittel mehr Personal im Jahre 2017 zur Verfügung haben. Das machen wir, um den Fahndungs- und Kontrolldruck in diese extremistische Szene hochzuhalten. Wir wollen Straftaten zur Anklage bringen. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die sich gegen unseren Staat wenden, extremistisch gegen unseren Staat wenden, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden, ob das in 89a-Verfahren oder an anderen Stellen sind. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir mit unseren Sicherheitsbehörden unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Und in diesem großen Feld ist uns mit dem Verbotsverfahren ein wirklich wichtiger Schlag gelungen. Wir haben eine Radikalisierungsplattform ausgelöscht, und deswegen war das Verbot so wichtig. Es war wichtig, dass wir ihnen eine Plattform genommen haben, wo sie junge Leute ansprechen können. Dort, wo die wahre Religion unterwegs war, wo die Koranverteilaktionen stattgefunden haben, da ging es nicht um Missionierung, da ging es nur vordergründig um Religion, sondern es ging um Rekrutierung, es ging um Radikalisierung. Und deswegen mussten wir dem sozusagen ein Ende bereiten. Und dafür ist dieses Verbot so unendlich wichtig, meine Damen und Herren. Und ja, es ist so. Wir haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Dazu, dass dieses Verbot vom Bundesinnenminister ausgesprochen wurde. Es ist aus unserem Bereich erhebliches Material zugeliefert worden, damit dieses Verbot am Ende dann auch rechtssicher vom Bundesinnenminister ausgesprochen werden konnte. Und auch dafür bin ich unseren Sicherheitsbehörden sehr dankbar, den Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, die dafür Sorge getragen haben, genauso wie unseren Sicherheitsbehörden bei Verfassungsschutz und
bei der Polizei, die mit ihren Beitrag geleistet haben. Wir konnten dadurch, es ist nicht nur ein Nadelstich, sondern wir konnten dadurch eine ganze Organisation zerschlagen. Wir konnten das Vermögen einziehen. Wir konnten dafür Sorge tragen, dass für dieses Verbot, was dort ausgesprochen wurde, ein wirklich empfindlicher Eingriff gegen Radikalisierung und gegen den islamistischen Extremismus, gegen die Szene gelungen ist, meine Damen und Herren. Und dieses Verbot war auch wichtig und notwendig. Und die Kollegen in Hamburg haben auch einen wichtigen Beitrag für den Bereich von Hamburg geleistet, aber sie haben kein Verbot, kein Vereinsverbot durchsetzen können, weil das können sie nicht, weil das Vereinsverbot für die wahre Religion, die bundesweit tätig ist, kann nur der Bundesinnenminister aussprechen. Ihnen ist es gelungen, ein paar Stände sozusagen nicht zu erlauben, abzulehnen. Das war kein Verbot, das war ein Nadelstich. Das Verbot, das wir jetzt erreicht haben, das ist wirklich ein ernsthafter und wichtiger Punkt zur Zerschlagung der Organisation der Extremisten. Und das ist wirklich ein wirklich wesentlicher und wichtiger Beitrag, den wir für die Sicherheit in unserem Lande leisten konnten. Wir haben, meine Damen und Herren, damit die wahre Religion, die Lease-Aktion, verboten. Wir haben die Möglichkeit, Teilorganisationen, Ersatzorganisationen, Nachfolgeorganisationen in dieses Verbot mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben es dort einem ganzen Bereich erheblich schwerer gemacht, sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu wenden. Man mag sagen, das hat lange gedauert. Man mag sagen, das war vielleicht zögerlich, aber es war rechtsstaatlich korrekt. Und das ist doch das Wesentliche. Das ist im Übrigen auch das, was uns von denen auf der anderen Seite unterscheidet. Wir stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden des Rechtsstaates. Und nur nach rechtsstaatlichen Mitteln wird am Ende ein solches Verbot dann eben auch ausgesprochen. Und dass wir uns nicht ausruhen, das können Sie daran sehen, dass wir weitergemacht haben. Wir hier bei uns in Hessen, da, wo wir es können, wo wir keine länderübergreifende Organisationsstruktur haben, in einzelnen Bereichen wie in Kassel bei der Medina-Moschee. Dort haben wir Ermittlungsmaßnahmen für ein Vereinsverbot entsprechend angestoßen vor wenigen Wochen. Auch hier machen wir deutlich, wir lassen Hasspredigern keinen Raum in unserem Land. Wir sorgen dafür, dass Extremisten keine Chance in Hessen und in Deutschland haben, meine Damen und Herren. Und wir brauchen keine Minute darüber zu streiten, dass das nur ein Teil ist dessen, was wir zu tun haben, diese Frage der Repression, dass die Prävention eine große Rolle bei uns spielt. Aber darüber, finde ich, ehrlich gesagt, brauchen wir hier in diesem Hause nicht zu streiten. Wir haben miteinander wirklich einen Präventionsansatz gefunden, ein Präventionsnetzwerk gefunden, das seinesgleichen sucht. Andere Länder kopieren das, was wir machen. Mein Gott, lasst es uns doch zur Kenntnis nehmen, uns darüber freuen, dass es so ist. Und wir überlegen an jeder Stelle, wo wir es noch ein Stückchen verbessern können. Ja, aber dass wir keine vernünftige Vernetzung hinbekämen, ich meine, da muss man dann schon wirklich sagen, wir haben einen Fachbeirat im Kompetenzzentrum gegen Extremismus mit 30 Organisationen, die mithelfen, dass eben diese Vernetzung auch stattfindet. Also ich finde, da muss man dann bei der Kritik ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, dass wir das schon einigermaßen ordentlich machen. Und die Kollegin Faeser hat insofern recht, dass wir natürlich nicht nur uns um den einzelnen Radikalisierten kümmern müssen, sondern dass wir natürlich viel breiter informieren müssen, in die Schulen hineingehen müssen und so weiter. Das tun wir aber. Wir tun es mit unserem Partner, mit VPN. Wir tun es aber eben auch mit unserem Landesamt für Verfassungsschutz. Wir gehen an die Schulämter, wir gehen an die Jugendämter. Wir hatten letztens eine Veranstaltung mit Bürgermeistern und mit kommunalen Ordnungsbehörden, weil wir sie darauf aufmerksam machen müssen, dass es eben am Ende auch eine Frage ist, die in den Städten und Gemeinden erkannt werden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir möglichst viele Partner finden. Aber, Frau Kollegin, das tun wir bereits, das machen wir, das macht VPN. Dafür haben wir Mittel von 3,8 Millionen € für die Präventionsarbeit insgesamt und über 1,2 Millionen €, die wir zur Verfügung halten, um in diesem salafistischen Bereich entsprechende Präventionsarbeit zu leisten. Ich finde, wir sollten bei einer solchen Debatte
dankbar sein dafür, dass die Sicherheitsbehörden erfolgreich gearbeitet haben, dass es uns gelungen ist, in einem wichtigen Bereich, in einem wichtigen Teil dafür Sorge zu tragen, dass wir gezeigt haben, der Rechtsstaat ist wehrhaft. Und das hat die Debatte, finde ich, trotzdem gezeigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist die Debatte zu 4274 beendet, und wir kommen zur Abstimmung. Wer der Drucksache 4274 aus 19 zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? Keine Enthaltungen. Die Fraktionen der SPD und der LINKEN. Damit ist der Antrag angenommen.